Herzlich willkommen bei Prof de Panam, dem Kanal mit Lernvideos zur französischen Grammatik, Geschichte und Landeskunde. Hier wieder ein Video aus der Abteilung Vermischtes. Es geht um französische Zungenbrecher oder auf Französisch un virelangue oder auch un fourchelangue oder casselangue. Ein Beispiel: Combien sont ces six saucissons ci? Ces six saucissons ci sont six sous. Ziel ist es natürlich, hier möglichst schnell und fehlerfrei auszusprechen. Die Etymologie des Wortes Violong stammt möglicherweise aus dem amerikanischen Englisch, nämlich Tongue Twister, also Zungenverdreher, oder das Dictionnaire historique de la langue française bezeichnet die Herkunft aus dem okzitanischen Viralenga, was ähnliches heißt wie Zungenverdreher. In Frankreich sind Zungenbrecher seit mindestens dem 17. Jahrhundert beliebt. Es gibt zum Beispiel auch in der Literatur einen Beleg, zum Beispiel in Racines Andromaque. Orest deklamiert hier: Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Nutzen dieser Zungenbrecher ist zunächst einmal natürlich Training der Aussprache, Förderung der Konzentration. Das ist sowas wie eine sprachliche Aufwärmübung wie im Sport. Natürlich sollen sie auch Spaß machen und dass man sich daran amüsieren kann. Deshalb auf der nächsten Folie eine kleine Auswahl an Zungenbrecher, die man üben kann, um sie möglichst schnell und fehlerfrei auszusprechen. Ich werde sie hier jetzt allerdings bewusst langsam aussprechen, damit ihr hört, wie man sie fehlerfrei ausspricht. Das erste Beispiel: Trois petites truites crues, trois petites truites crues, trois petites truites crues. Dreimal der gleiche Ausdruck, auf Deutsch übersetzt eben drei kleine rohe Forellen. Wobei die deutsche Übersetzung eher nebensächlich ist. Ich werde in der Infobox natürlich für die folgenden Zungenbrecher ein paar Vokabelhinweise hinterlassen. Aber wichtiger ist, dass man es eben fehlerfrei ausspricht. Nächstes Beispiel: Tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues à tant t'entêter. Nächstes Beispiel: Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour au tapissier qui tapissait: Faut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Oder eben: Elle est partie avec tonton, tontaine et tonton. Diese Beispiel, oder noch ein letztes Beispiel: Dido, Dina, Diton, Dudo, Dando, Dudo, Dan. Vorsicht, genau, da habe ich es auch schon falsch gemacht. Dido, Dina, Diton, Dudo, Dan, Dido, Dandon. Ja, könnte man noch ein drittes Mal probieren. Dido, Dina, Diton, Dudo, Dan, Dodu, Dandon. So war es richtig. Es ist gar nicht so einfach offensichtlich. Einige dieser Beispiele habe ich aus der hier aus dieser Homepage entnommen. Es gibt aber auch noch viele weitere auf dieser Homepage, mit denen man Zungenbrecher auf Französisch üben kann. Ich hoffe, ihr habt mit diesem Video ein wenig Spaß und es ist vielleicht auch tatsächlich ein wenig nützlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.